Hi Leute und herzlich willkommen zurück auf dem Crash Academy Channel zum neuen SCB Verse Report. Ja, da sind wir wieder. Eine Woche vor Ostern. Ja, ja. Ich sag euch Leute, geht nicht reiten und haltet euch von Mustangs fern. Also. Ja, war das jetzt die Beta oder wirklich ein Pferd? Wir schweigen mal, ne? Aber auf jeden Fall. Ja, ich bleib bei Star Citizen. So, bring das auf den Punkt. Das finde ich gut, sehr schön. Auf jeden Fall klasse, dass du wieder dich erholt hast und an meiner Seite sein kannst hier. Wir legen auch direkt mal los, würde ich sagen. Und zwar mit dem Hot Topic. Ist ja viel passiert in der Zwischenzeit, wo ich weg war. Ne? Einmal nicht da und zack, wumm, bang, im PTU 2.3. Ja. Tada, völlig überraschend. Ja, ne? Für uns alle. Also, uns hat es auch kalt erwischt, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir hatten extra noch was produziert, was dann auch fast schon wieder out of date ist. Aber da kommen wir gleich nochmal zu. Wir kommen jetzt erstmal zu den Inhalten. Und da ist nämlich einiges drin gewesen diesmal. Mhm. An allererster Stelle mal die K2AL, also der Shiyan Scout. Die ist jetzt flight ready. Ja, das haben wir ja schon lange drauf gewartet und auch öfter mal angekündigt. Ja. Und Sawyer hat sich das auch nicht nehmen lassen, hat dazu gleich ein Video rausgehauen. Mhm, auf jeden Fall. Ja, also da solltet ihr einfach gleich mal reinschauen und den Aufklärungsjäger begutachten. Hm. Ja, ist ein schönes Let's Play geworden. Ich fliege mal ein bisschen in Crusader rum, zeig so ein bisschen den ersten Eindruck von dem Ding. Mal sehen, wie es sich noch entwickelt. Das war aber nicht der einzige Inhalt. Ja, das andere war auch was, wo wir wochenlang hier drüber gesprochen haben, oder? Naja, dass wir auch gesagt haben, ja, das ist ein ganz neues Flugmodell. Also darauf willst du hinaus wahrscheinlich, ne? Nee, ich meinte eigentlich jetzt den nächsten Punkt schon. Ach so, ich dachte, oder wolltest du noch ein bisschen was zur... Ja, bitte, ich hau dachte, rein. Wir erzählen noch irgendwie so ein bisschen was darüber. Nee, mach ruhig dass, weiter. Das Flugmodell eben ein ganz neues ist und dass es eben spannend ist, dass es nach dem Start sich vertikal aufrichtet. Ja, das stimmt. Sieht Aber okay, das seht ihr ja auch alles. Okay, genau. Wir gehen einfach mal zum zweiten Punkt. Sorry, ich war jetzt ein bisschen vor der Zeit. Das passiert manchmal hier. Weil das nächste, was ich eigentlich ansprechen wollte, war das Riesenteil. Das die Starfarer. Na gut, dann leg auch mal gleich los, dass sie nämlich jetzt Hangar-ready ist. So ist es mit 2.3. Wie gesagt, alles noch im PTU aktuell. Das heißt, auf Live-Release ist es noch nicht. Aber alle, die sich eine Starfarer geleistet haben, können sich darauf freuen, dass es bald auf dem Live-Server so ist. Und da haben unsere beiden anderen Kollegen sich mal ran gewagt. Da waren Weezen und Dozer mal im Hangar unterwegs und haben sie begutachtet oder den Tanker begutachtet. Und da würde ich sagen, solltet ihr auch mal reinschauen, denn sie ist nicht nur der Tanker, haben sie gesagt, sondern auch regelrecht eine Raffinerie. Genau. Wie raffiniert. So ist es. Wie raffiniert ist da das richtige Stichwort, denn die beiden haben sich das wirklich jetzt im ersten Moment gleich am Samstag früh angeguckt. Also verzeiht ihnen ein bisschen die hektische Kameraführung und vielleicht auch die ein oder andere Ausruf, der da vor Begeisterung kam. Sie haben sich wirklich mit voller Begeisterung reingestürzt und wollten auch fürs Let's Play wirklich den First Look haben. Das heißt, sie haben sie sich nicht vorher angeguckt, sondern haben wirklich direkt sind mit dem Kopf voran sozusagen und von daher, schaut mal rein, ist ein sehr lustiges Let's Play geworden. Die machen da viel Quatsch in der Starfarer drin. Mhm. Ja. Und zur Starfarer Gemini, die wird da auch noch so ein bisschen begutachtet, ist aber jetzt noch in der Konzeptphase, also nur das kurz dazu. Genau, da kann man nur mal erzählen als kleines Add-on. Momentan ist es tatsächlich so, dass die Gemini-Besitzer noch keine Starfarer sehen im Hangar. Ja, die kommt erst ein bisschen später. Das bedeutet, vielleicht mit dem Live-Release habt ihr dann auch auf jeden Fall ein Hangar-Modell, auch wenn es noch nicht die Gemini ist, aber die kommt auf jeden Fall noch mit dazu. Auch also die Leute, die nur die Gemini besitzen, werden also eine Starfarer sehen können dann. Hm? Genau. Ja, was war noch? die FPS-Waffen, ne? So ist es, das, genau. War neu. Was war noch neu? Scharfschützen. Das Arrowhead-Scharfschützengewehr ist neu, ist jetzt im PU, versteckt sich irgendwo in Jela, genauso wie die Devastator 12 Shotgun, die ist jetzt auch da, auch die Schrotflinte ist jetzt auch da verfügbar. Könnt mal reingucken, wenn ihr PTU-Zugang habt, ansonsten abwarten. Wir werden auf jeden Fall die mal begutachten, sobald wir sie finden. Haben wir bisher noch nicht gemacht. Was gab es sonst noch in 2.3? Triebwerke sind im Holotisch jetzt zu sehen oder verfügbar. Richtig. Außerdem wurde viel gemacht an den FPS-Animationen, am EVA und Fehler behoben. Natürlich, was so immer dazu gehört. Ja, das ist auf jeden Fall das Hot Topic der 2.3er Patch. Wir werden mal gucken. Bisher gab es noch keine neuen Patches zum Update. Mal sehen, wann die kommen und wann der dann wirklich live geht. Wir sind auf jeden Fall gespannt. Und von da aus geht's dann, würde ich sagen, in die Weekly Updates. Ne? Ja, fangen wir an mit Around the Verse. Was gab's da Neues? Der Concept Sale der Asperia Blade. Der ist zugange und der lässt sich auch einiges kosten, würde ich sagen. Also wenn ihr ein bisschen Kohle locker habt, schlag zu 270 Dollar.
Dollar? Porto, Euro? Peso. Euro. Euro, mhm. Euro sogar. Ha. Mhm. Also ja, dann ja. Macht man das Portemonnaie breit und holt die Scheinchen raus. So ist es. Ja genau, shut up and take my money. Aber dafür, wie haben Sie gesagt, eine großartige Geschwindigkeit und Manövrierfähigkeit. Genau. Also das ist doch dann sein Preis wert. So ist es, könnt ihr selber entscheiden. Auf jeden Fall, genau. Die ist ja ein Nachbau von einem Wendul-Schiff von dem Hersteller Esperia, der auch die Glaive ja hergestellt hat. Soll jetzt ja ein unerwartetes Wendul-Schiff sein und sozusagen auch jetzt erstmal das letzte Wendul-Schiff, was da in den Verkauf kommen wird. Also wenn ihr Interesse daran habt, schaut es euch an. Wie lange läuft der Sale noch? Bis 28. März, kommt auch erstmal als Standalone-Ship, aber mit Lifetime Insurance. Genau, weil es ja noch ein Concept-Ship ist. Also das war auf jeden Fall das allererstmal Wichtigste aus Around the Verse und dann gibt es aber noch ein paar andere Updates, die wir haben. Und zwar hat auch mit Kaufen zu tun. Ja, ne? Einkaufen, Shopping, Shopping, Shopping. Ja, also sie arbeiten am In-Game-Shopping und was da jetzt halt irgendwie ganz cool war, also die Klamotten, die sollen jetzt bald verfügbar sein für die einzelnen Charaktere. Und es wird ein Jumpsuit geben für Squadron 42. Genau. Das stelle ich mir ja schon irgendwie ganz geil vor. Ja, also wer schon immer auf weitgeschnittene, völlig unsexy Flieger-Overalls gestanden hat. Nein, bei einer Dame sehr gut aussehen. Das stimmt wohl, da hast du recht. Nein, keine Frage, das wird sehr, sehr lustig. Ich bin gespannt, sie scheinen wirklich viel Arbeit in dieses Shopping-System reinzulegen, um das jetzt wirklich bald auch aus der Tür zu kriegen. Und außerdem muss man sagen, die restlichen Studios haben so zusammengefasst, dass sie gesagt haben, ja, wir machen Optimierungen und Fortschritte, und zwar in verschiedensten Bereichen, die wir jetzt gar nicht weiter im Detail ausführen wollen. Nee. Da ging es um FPS und Animationen. Dann prozedurale Technik. Genau, dann Scanning und Radar, ja. Da wird was passieren. Ich glaube, das bezieht sich auf den FPS-Bereich, weil es das da noch nicht gibt. Weiß ich aber nicht, haben sie nicht genau gesagt. Und ja, ansonsten... Ja, Bugfixing. Sehr schön. Und ja, dann gibt es ein neues Segment bei Around the Verse. Ja. Der Guide für die Galaxie des Geschichtenerzählens. Genau. Und da hat der Sawyer mal was vorbereitet. Ja, richtig. Also vor 2 Wochen gab es ein Voice-Over, das erzählen wir euch nachher auch nochmal, für das Horus-System. Das haben wir da gemacht. Letzte Woche vielmehr war ein junger Mann namens Adam dabei und der hat das Vega-System vorgestellt und das könnt ihr erstmal so nachlesen bei Around the Verse. Aber wenn ihr ein paar Tage wartet hier auf dem Crash Academy Channel, werde ich euch ein Voice-Over dazu machen. Ja, und in Zukunft würde ich sagen, teilen wir Männlein und Weiblein auf bei den Voice-Overs. Ja, oder? Das ist doch eigentlich ganz gut. Ich mache die Bibliothekarin. Genau. Ne? Und ich mache Adam. So ist es. Sehr schön. Also so bauen wir uns das dann zusammen. Da könnt ihr auf jeden Fall viel über die Sternsysteme. Heißt die Eva? Nee, die heißt nicht Eva. Nee, die heißt, glaube ich, die heißt Sherry. Aber schöner Vergleich, auf jeden Fall. Ja, das war dazu. Und dann gab es ein Interview. Dann gab es ein Interview, genau, mit Carl Jones. Das ist der Vorstand sozusagen fürs operative Geschäft. Mhm. Und ja, die Frage war, ja, was macht denn eigentlich da so ein Vorstand vom operativen Geschäft? Und die Antwort war eigentlich auch ganz witzig, wie er es beschrieben hat. Also er sorgt eigentlich dafür, dass alle Firmen, die jetzt auf Star Citizen zukommen oder zukommen, auf Cloud Imperium Games, da siebt er jetzt aus und guckt, okay, mit welchen Firmen wollen wir zusammenarbeiten, welche nützen uns überhaupt was und vor allem, welche entsprechen auch unseren Vorstellungen und den Vorstellungen unserer Fans. Und das ist denen anscheinend ganz wichtig, dass die Community und die Fans bedient werden auch und dass die Vorstellungen und Wünsche irgendwie erfüllt werden können. Ja, das macht er. Wichtiger Job, wa? Ja, eigentlich muss man schon. Sagen. Also finde ich jetzt wirklich, ne? Steht auch im Interview, dass viel mit Zytec zu tun hatte. Ja. Also mit der Entwicklung und auch sozusagen mit der Kommunikation dort. Mhm. Und von daher, wenn ihr da mehr darüber wissen wollt und wissen wollt, was macht eigentlich so ein Typ, dann schaut doch einfach ins Interview rein. Das ist für euch übersetzt worden das von den SCB-Jungs. Mhm. Ja. Genau. Dann was hatten wir als nächstes? Ach ja, Reverse the Verse geht's schon weiter. Genau. Ah, nix, Landezone. Da geht's nämlich weiter um die Nix-Landezone, die hat tatsächlich, wie sie jetzt sagten, vor einem Monat schon die letzte Lichteinstellungskorrektur, also den letzten sozusagen Light Pass bekommen und wartet jetzt im Endeffekt darauf, released zu werden. Das heißt, sie sind wirklich in den letzten Schritten und mit einem großen Ausrufezeichen wurde dort gesagt, Nyx kommt bald. Hm, ein Lichtblick quasi. So könnte man so sagen, am Ende des Tunnels. Richtig. Das ist auf jeden Fall eins der größten Updates aus The Reverse the Verse gewesen. Was hatten wir noch? Sie haben irgendwie ein ganz riesen Vorhaben, wo
wo wir uns noch nicht so sicher sind, ob sie das wirklich so durchsetzen können sollten. Ja, ja. Können. Und zwar planen sie eigentlich jetzt alle 6 Wochen einen Concept-Sale zu machen. Und da müssen ja eine ganze Menge Schiffe in der Pipeline sein, wenn man sich das anguckt. Also gut, die Prowler wissen wir, die erwähnen wir auch gleich noch. Genau. Kommen wir sozusagen direkt mal zu. Die ist nämlich immer noch in der Phase, dass man darauf wartet, dass das Tevarin-Konzept ausentwickelt wird. Bin jetzt da kurz gesprungen, habe das vorgezogen. Aber die Prowler wissen wir, dann wissen wir, dass die Dragonfly noch irgendwie kommen soll. Dann wird es sicherlich noch das ein oder andere Concept-Ship geben, von dem ich jetzt gerade nichts weiß. Aber mit dem, es wird sicherlich einiges zu füllen müssen geben. Sie, ja, so ist es. Also ach ja, die Polaris, die Korvette. Achso, siehst du, die hatten wir ja auch schon im Thema. Richtig, also 6 Wochen ist stattlich. Da, ja. Lassen wir uns überraschen. Lassen wir uns überraschen, was da auf jeden Fall im April auf uns wartet. Und von da aus gehen wir jetzt zu den Schiffen und den Updates, die es dazu gab. Da gab es auch was Neues zu der Caterpillar. Und zwar, dass es keine Varianten geben wird, aber dafür ganz viele Module. Also wie bei der Endeavour. Das heißt, genau dieses Prinzip soll da verfolgt werden. Keine einzelnen Varianten des Schiffes, sondern eben, dass ihr alles da drin austauscht und verändern könnt, wie ihr das gerne möchtet. Außerdem gab es was Neues zur Reliant. Sie hatten gesagt, die Starfarer und die Reliant sollen für 2.3 fertig werden. Gut, die Starfarer wissen wir, ist zumindest im PTU. Von der Reliant wissen wir jetzt dazu noch nichts. Gibt es auch im PTU nicht. Vielleicht eine Überraschung. Was? Vielleicht kommt die dann noch um die Ecke, wenn das ganze Ding live geht. Das wissen wir jetzt noch nicht, aber könnte man spekulieren. Ja. Ja, dann die Prowler hatten wir kurz erwähnt. Dann wurde erwähnt, dass Chris ja in dieser Idris-Testphase, also wahrscheinlich haben sie da ein Testvideo gemacht dazu. Das wird jetzt noch zurückgehalten und sie haben aber es zumindest erwähnt. Das heißt, es könnte sein, dass wir da irgendwann mal was zu sehen bekommen. Ja, das war der Developer-Flight-Test sozusagen, der Idris, den sie natürlich auf Video aufgenommen haben, beziehungsweise im Spiel gecaptured haben. Mal sehen, ob sie uns da was zeigen zu. Das fände ich also schon sehr spannend, wie das Ding dann aussieht. Genau. Aber wir haben noch mehr, und zwar die Crucible. Da wurde jetzt gesagt, da wurde aktuell am Schiff selbst noch nicht gearbeitet. Woran sie gearbeitet haben schon, ist der Reparaturarm. Ja. Ich nehme mal an, für die Mechanik von der Reparaturtechnik, dass sie da schon mal sich ein bisschen angucken wollen, wie das sieht. Genau, und von Reparatur gehen wir zu Luxus. Ja, 890 Jump? Ja. Finde ich nicht schlecht, aber ist in Langzeitplanung. Also muss ich auch noch warten, von wegen Luxus. Na toll. No Hier. Status change, sorry. man kann außerdem noch sagen, und das ist für alle Freunde der Glaive, sie sind sich gerade dessen bewusst, dass die Glaive nicht hundertprozentig so funktioniert, wie sie soll. Aber sie haben gesagt, es wird sich ändern, sie haben das auf der Liste. Es müssen dazu nur ein paar neue Mechaniken oder Techniken, insbesondere auch was die Komponenten angeht, implementiert werden, damit die Glaive wieder so läuft, wie sie soll. Also, bisschen Geduld wird sicherlich werden. Und von da aus gehen wir zu was? 10 for the Developers. Ah, ja. Genau, da wurden wieder ein paar Fragen gestellt. Wir haben uns einige rausgepickt. Und einer war unter anderem, gab es eine Zeit, in der ihr ein Design aufgrund eines zu hohen Realismus verändern musstet? Antwort war, ja. Gab es. Und zwar bei der Merlin. Da haben wir uns nämlich gedacht, wir wollten ganz viele Fächer haben und wollten das irgendwie alles, die nutzbar sind, die einbauen. Und das war zu viel Realismus, das hat nicht funktioniert. Und deswegen mussten sie das Ganze zurückskalieren. Genau, richtig. Die haben einfach dann nicht ins Schiff gepasst, nehme ich an, oder was auch immer. Auf jeden Fall, das gab es. Nächste Frage, die ich sehr cool fand, war auch, ob die Caterpillar als Basisschiff sozusagen für den Style Guide von Drake Interplanetary funktioniert. Also ob man von der Caterpillar dann auf andere Drake-Schiffe schließen kann. Ja. Und umgekehrt, einfache Antwort, ne? Genau. Kann man. Und zwar, alles im Punkto wieder Texturen, Design, Architektur. Ergibt sozusagen als das tatsächliche Modellschiff für Drake Interplanetary. Also aufmerksam verfolgen, was mit der Caterpillar passiert, denn die wird da den Ton angeben für die anderen Drake-Schiffe. Und als letztes, was war da noch? Als letztes, wie umfangreich wird die individuelle Anpassung von Schiffen ausfallen? Da haben wir uns gleich gefreut, denn definitiv. Wir können die Farben ändern und da, so Logos und so Kram raufpacken. Genau. Also die direkte Antwort tatsächlich war, dass man auf jeden Fall die Möglichkeit haben wird, die Farbe des Schiffes zu ändern, seinem eigenen Anstrich zu geben und dass man Patches und Aufkleber draufpacken kann, was dann eben zum Beispiel Firmenlogos oder sowas enthalten würde. Yay! Das ist auf jeden Fall cool. Crash. So ist es. Und von da aus gehen wir dann in die Spectrum Dispatches. Da gab es 2 Stück. Und ich glaube, wir fangen an mit dem geschichtlichen oder historischen Teil. Na, dann leg mal los. Genau. Da gibt es nämlich... Es war einmal. Und zwar heißt diese Serie Ein Schritt zurück sozusagen. Der erste Schritt zurück. Dieser eine Tag in der Geschichte wurde dort angesprochen, von der SCB-Redaktion dann für euch übersetzt. Was war nämlich der 16. Februar im Jahre 2700?
1912. Nur zur Erinnerung, dass wir befinden uns jetzt in der Star Citizen-Geschichte im Jahr 2946 und ist also schon eine Weile zurück, und zwar in der Messer-Ära, und dort geht es um den Vendul-Angriff auf Orion, auf Armitage, um genau zu sein, das ja im Endeffekt dann den großen Krieg ausgelöst hat, das auch den Menschen gezeigt hat, sie sind hier verwundbar, sie wurden aus Orion verdrängt, die Vendul haben sich dort mit einem Kingship breit gemacht und die Menschen selbst mussten sich zurückziehen, haben wirklich volles Brot aufs Maul bekommen von den Vendul und eben gemerkt, dass jetzt sie einen großen Gegner gefunden haben, und das war sozusagen der ausschlaggebende Tag, der dort in diesem Geschichtsbericht so ein bisschen aufgearbeitet wird, und es ist sehr, sehr spannend zu lesen, also ich kann es euch nur empfehlen. Also man kann tatsächlich sagen, die Vendul wurden entdeckt, nicht nur, sondern sie haben sie angegriffen, sind dann in die Systeme vorgestoßen, und die Menschheit hat erkannt, dass es auch vermutlich so sein wird, dass sie weiter in andere Systeme vorstoßen werden. Also lohnt sich zu lesen. Ja, absolut, genau. Und von da aus kommen wir zum zweiten Spectrum Dispatch. Genau, der zweite Dispatch war quasi das Portfolio von Terra Mills. Und da ging es eigentlich im Prinzip um die Entstehungsgeschichte eines der größten Nahrungsmittelherstellers des Imperiums, des Empires. Und ja, also angefangen als kleine Farm und mit vielen Auf und Abs hat sich dieser Nahrungsmittelhersteller nach oben gemausert mit Drinks, Snacks, Fastfood-Ketten. Und sie haben einen ganz tollen Snack, den will ich dann auch später mal probieren, irgendwie. Okay. Mal sehen wie. Rausgebracht, der hieß die Pralis. Also irgendwie so ein bisschen, klingt so ein bisschen nach Pralinen. Ja, stimmt. Soll aber ein Weizengebäck sein mit scharfer Karamellsoße. Okay. Also ich finde, das klingt nach einer sehr interessanten Mischung und sehr lecker. Also jedenfalls, genau. Um es kurz zu fassen, es geht um diese ganze Geschichte da, wie der Nahrungsmittelkonzern dazu gekommen ist, einer der größten zu werden, wie sie fusioniert haben, was zwischenzeitlich alles schief lief. Also lohnt sich auch reinzulesen. Macht das auf jeden Fall. Ausführlich übersetzt von den Jungs von SCB. Mhm. Vielen Dank an der Stelle. Vielen Dank. Und von da aus gehen wir mal in quasi das Videosegment. Ja, und da gab es was ganz Lustiges zum Anfang. Und zwar als allererstes muss man tatsächlich mal sagen, wir waren im Fernsehen. Genau. Deutsche Welle. Ja, Dozer, Weezen und Sawyer haben gespielt, und wie sagt man, nicht Sport ist Mord, sondern spielen... genau, ja, das ist aber so der Art. Schmerz. Ja, auf jeden Fall. Das Spielen Schmerz, ja, das, wir waren eingeladen von der Deutschen Welle, eine Ausstellung zu testen, bevor sie eröffnet wurde, und zwar in Berlin. No Pain, No Game heißt die, ist im Museum für Kommunikation sehr, sehr spannend, weil sich da Künstler ausgedacht haben, das Ganze miteinander zu verbinden. Mehr will ich gar nicht erzählen, schaut mal in den Beitrag rein, wenn es euch interessiert, ist in der Beschreibung zum Video verlinkt, sehr, sehr lustig geworden, fand ja. ich. Also wir hatten auf jeden Fall Mordspaß. Also ich hatte auch Spaß zuzugucken. Ja, genau. Und gesund zu bleiben. So ist es, richtig. War aber natürlich nicht das Einzige, was kam. Von uns selbst kamen auch noch Videos. Und zwar fange ich mal an mit der Starfarer mal wieder. Wie gesagt, wir wurden überrascht. Die Starfarer war auf einmal am Samstag früh im Hangar. Und eigentlich sollte Samstag früh ins Showcase starten, wo wir nochmal auf die Starfarer und die Gemini eingehen. Wir haben dann gesagt, ach, wisst ihr was, das sind trotzdem spannende Infos. Ja, geben wir Fall. Euch. Darum haben wir es dann am Sonntag released. Das heißt, in dem Showcase erfahrt ihr nochmal grundsätzlich alles, was die Starfarer darstellen soll und wie die Gemini-Variante sich davon abhebt. Also das könnt ihr euch auf jeden Fall angucken, wenn euch das Schiff insgesamt interessiert und sie jetzt schon mal im Hangar begutachtet habt zum Beispiel. Ja, und wie ging es weiter? Dann gab es noch ein Video, ein Verse-Report, und zwar zum Concept-Sale der Asperia Blade. Genau, richtig. Also da, wie gesagt, haben wir euch vorhin ja schon ein bisschen drüber erzählt. Das Video lohnt sich trotzdem auf jeden Fall, weil ihr darüber viel mehr erfahrt, was es mit diesem Vendul Fighter oder dem leichten Vendul Fighter auf sich hat. Wie gesagt, noch bis zum 28.03. ist das Ganze im Sale bis Montag. Und ja. Ja, genau. Schaut rein, wenn ihr da euer Interesse daran habt. Ein weiteres Video hatten wir noch. Das war dann das wirkliche Voice-Over zum Horus-System, was wir da gemacht haben. Da fälschlicherweise noch von mir. Das machst du dann nächste Mal. Schaut aber mal rein. Das Horus-System ist schöner Galactic Guide geworden. Auf jeden Fall für euch alle, die sich für die Sternensysteme interessieren. Sehr, sehr cool. Wir werden das, wie gesagt, jetzt fortsetzen mit den anderen. Ich hoffe, dass sie jetzt jede Woche eins bringen. Ja, das wäre total cool. Auch. Ja, dann können wir uns auch gut abwechseln. Ja, finde ich total super. Genau. Und euch dementsprechend
dementsprechend auch Abwechslung bieten. Ja, und von da aus gehen wir dann nochmal in die Livestreams. Ja, Livestreams, da geht es jetzt auch schon wieder weiter am 24.03. Mhm, ne? Genau. Da geht der Westem an den Start. Genau, Westems Verse geht da los um 20 Uhr live auf Twitch. Ich bin dann wieder eine Woche später dran. Wie gesagt, letzte Woche musste er selber wegen Krankheit ausfallen bei mir. Alle krank. Sorry. Hier. Ja, ja, es zieht sich so durch, aber ich bin dann die Woche drauf wieder für euch da, freue ich mich sehr drauf. Ja, und letzte Kategorie, die wir haben, ist wie immer Interaction. Und da haben wir uns gefragt, also wir haben ja schon mal wieder rumspekuliert, was da mit der Reliant los ist und überhaupt, und das wollen wir jetzt einfach mal von euch wissen, ob ihr denkt, wird denn die Reliant zu 2.3 Überraschungsinhalt. Inhalt sein oder Gast oder wie auch immer. Ja oder nein? Genau, ganz einfache Frage diesmal. Geht mal auf Google Plus, stimmt ab, denn wir wollen am Ende wissen, welche Gruppe recht hatte. Also von daher, legt mal los, da könnt ihr voten und wir sind sehr gespannt auf das Ergebnis. Ja. Cool. Ja. Dann war's das auch schon. Die Woche ist wieder rum. Die nächste wird bestimmt viel Spannendes Neues bringen. Und bis dahin schaut euch unsere Videos an, klickt uns rauf, runter, wie auch immer, gebt uns Kommentare, Feedback. Wir freuen uns über alle Nachrichten von euch. Mhm. Unterstützt uns, zum Beispiel auf Patreon. Genau, das wäre sehr, sehr schön. Ansonsten kann man auf jeden Fall nur sagen, abonniert den Channel, wenn ihr up to date bleiben wollt. Und wir würden euch in diesem Sinne mal frohe Ostern wünschen, glaube ich. Weil Freitag ist Karfreitag und dann kommt das Osterwochenende. Ja. Ne? Stimmt. Ja, also von daher verabschieden wir uns mit einem frohe Ostern. Viel Spaß beim Eiersuchen und Schokolade essen, denn das gehört ja irgendwie alles da immer mit zusammen. Und Cecilia und Sawyer verabschieden sich mit einem gemeinsamen See you on the flight deck.